Der für Lotte so eine starke Pokalsaison gespielt hat. Heute hat es mal nicht geklappt mit dem Tor. Wie groß ist die Trauer oder kann man das überhaupt so sagen? Trauer? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Bin sehr enttäuscht. Wenn wir schon so weit gekommen sind, dann wollen wir natürlich mehr, ist doch klar. Ich glaube, wir haben auch erste Halbzeit ganz gut mitgehalten, wo das Spiel wirklich auf der Kippe stand. Ja, sehr enttäuscht und tut weh. Mehmet Scholl hat sie so gelobt, war sogar so ein bisschen schockverliebt in Lotte. Ist das innerhalb dieser Niederlage vielleicht doch auch ein kleiner Sieg, den sie als Souvenir mitnehmen können, dass sie so gut mitgehalten haben? Ich glaube generell, dass wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren können. Wir haben eine super DFB-Pokalsaison gespielt, hat uns keiner zugetraut. Ich glaube, auch heute haben wir uns nicht schlecht verkauft. Wir sind natürlich über jedes Lob dankbar und freuen uns darüber. Trotz alledem steht unterm Strich das Ergebnis und das ist leider 3-0. Und jetzt sind wir raus. Was werden wir noch hören von Lotte? Sie sind ganz nah am Aufstieg in die zweite Liga. Was hören wir noch von Ihnen? Ich hoffe viel. Wir werden weitermachen. Wir lassen uns davon jetzt nicht unterkriegen. Wir haben schon viele Hürden genommen. Wir werden auch wieder alles raushauen in der Liga. Und ja, wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir das bis zum Ende spannend halten. Und vielleicht geht noch mal was nach oben. Vielen Dank. Viel Erfolg. Danke.